Was geht ab, meine Z-Fighter? Osaru hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Und heute werden wir den zukünftigen LR-Vegeto, also sprich den SR-Vegeto, UR-Vegeto showcasen. Aber Leute, ganz wichtige Information: Macht das nicht nach, was ich hier gemacht habe. Bringt ihn nicht auf SA10. Warum? Ich habe euch davon persönlich abgeraten, tue es immer noch. Denn wir wissen bis dato nicht, wann er zum LR erweckbar sein wird, und bis dahin könnte eventuell der farmbare Vegeto ins globale Dokkan Battle kommen. Dann hätte er den farmbaren SA, dann wäre das schade um die Elder Kai. Und das andere ist, den Dupe benutzt ihr, wie schon empfohlen von mir, trotzdem für den unten rechten Pfad, denn dort könnt ihr das meiste von ihm herausholen, auch wenn er vorerst noch auf SA1 ist. Aber stellt euch vor, dieser Dude wird dann ab einem bestimmten Zeitpunkt zum LR erweckbar sein. Aber bis dahin, also zu dem Zeitpunkt, wenn er dann erweckbar sein wird, bekommen wir zeitgleich keine weiteren Dupes. Heißt, ihr hättet dann beispielsweise oben links aufgemacht, statt unten rechts, und da kommen aber keine Dupes hinzu, dann könntet ihr, dann wäre es eben schade darum, dass ihr nicht unten rechts reingehen könntet, weil ihr ihn eh schon auf SC10 bringen wolltet, zu dem Zeitpunkt, wenn er zum LR erweckbar sein wird. Dann wäre das im Prinzip schade für den Dupe. Deswegen meine Empfehlung immer noch: Lasst ihn auf SA1, geduldet euch, weil wir wissen nicht, wann sein LR Awakening kommen wird und ob zu dem Zeitpunkt dann weitere Dupes hinzukommen. Beziehungsweise bis dahin dann eben der farmere Vegeto kommt. Deswegen lasst ihn auf SA1, öffnet aber trotzdem den unterrechten Pfad für die Zukunft, Leute. Wappnet euch so gesehen für die Zukunft. Das war das Beste, wie ihr euch gedulden könnt in Sachen Vegeto und LR Vegeto. Warum habe ich jetzt trotzdem hier gemacht? Ja, die Show muss weitergehen, Leute. Ich wollte ihn wirklich eigentlich nicht showcasen. Ich wollte mich auch daran halten, an meinen persönlichen Rat an euch. Aber ich habe auf YouTube viele Showcases gesehen. Da haben sie den Dude einfach genommen, sind in irgendeine Stage und GG. Ich will Leute reizen, wie viel Schaden er jetzt schon machen kann und wie sich das in Zukunft ändern kann, indem wir dabei auf den Buff seiner Ulti achten, die Passive und die Link-Skills. Im Dupes ist dann noch eine Sache, habe ich ihn so weit gebracht, wie ich konnte. Ich bin stur auf Crit gegangen, wobei es sich in Zukunft auch ändern kann, sofern wir wissen, was der LR kann. Dann könnte man auch eventuell auf Additional gehen, wegen seinem Buff auf der Ulti. Ja, wir wissen das nicht, deswegen, ihr wisst schon. Sofern wir nichts vom LR wissen, Leute, lasst ihn auf SA1, aber öffnet trotzdem auf jeden Fall mit dem Dupe den unteren rechten Pfad und lasst ihn auf SA1, so wie er ist, und übt euch in Geduld aus. Meine persönliche Empfehlung. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir gehen in eine Kampfszene und schauen wir mal, wie sein Schaden so denn abgeht. Wir werden verschiedene Szenarien machen, indem wir auf verschiedene Sachen achten. Also bis gleich. Alles klar, in diesem Szenario sind wir in einem vierfachen Goku-Team, weil er davon den meisten Boost bekommt. 240% auf den Angriff insgesamt. Zudem haben wir Ultimate Gohan da und Bulma wegen den Link-Skills. Denn Vegeto hat quasi Saiyan Warrior Race, Brainiacs und Power Best auch bei Gott bis zu diesem Zeitpunkt, der ihn Angriff liefert. Wir hatten Saiyan Warrior Race, Attack plus 700, Brainiacs, Attack und Death plus 10%, das hat Bulma, und Power Best of by God, Attack plus 2500. Wenn wir eine Ulti machen, hat er Ultimate Gohan. Sprich, wir haben jeden seiner Angriff-Link-Skills getriggert. Und wir haben Typenvorteil. Und jetzt schauen wir mal, wie viel Schaden wir jetzt so machen werden. Boom, let's go. Also im Prinzip haben wir in diesem Szenario jeden seiner Link-Skills getriggert. Darum geht es mir auf jeden Fall. Also seine Angriff-Link-Skills. Oh, jetzt haben wir mit Ultimate Gohan geultet. Okay, mach nichts. Da hast du Gott sei Dank noch einen Saiyaman. Und 750.000 Typenvorteil, alle Link-Skills getriggert. Ist gut, Leute. Das ist fast eine Million. Das ist fast eine Million. Jetzt würde ich mal gerne sehen, mit demselben Setup, mit einem Crit. Dasselbe Setup mit einem Crit. Bis gleich. Alles klar, wir haben dasselbe Szenario. Nun müssen wir ganz auf den Crit hoffen. Ja, gucken wir, was abgeht. Gucken wir, was abgeht, wenn wir einen Crit bekommen. Let's go. Wir haben 14, Level 14 Crit. Heißt 28%, dass er crittet. Ist nicht viel, aber crittet unser Junge. 960.000. Wir sind an die Millionen rangekommen mit einem Crit. Sehr, sehr cool. Und das nur, indem wir seine Link-Skills getriggert haben. Seine Angriff-Link-Skills. Im nächsten Szenario werden wir uns jetzt in das Team Supporter einbauen, wie zum Beispiel diesen Bardock hier, und gucken, wie er sich in der Rotation, wie er in der Rotation am meisten Schaden macht. Let's go. In dieser Runde haben wir Bulma drinnen, wegen Brainiacs. Ich finde, das ist immer noch ein sehr guter Boost. 10% auf Angriff und Verteidigung. Und unseren Bardock
Ich wollte ja testen, wie das dann mit dem Support wird, der 30% noch zusätzlich gibt. Klar, hätte man Kaba, würde ich Kaba statt Bulma nehmen, denn Kaba gibt 40%. Heißt, wir hätten 70%. Nun, leider habe ich keinen Kaba, deswegen schauen wir uns das Ganze mal so an. Gut, schauen wir mal, wie sein Schaden jetzt aussehen wird. Wir waren knapp bei der Million. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Let's go. Wir sehen seinen Angriff schon deutlich höher. Okay. Oh, okay. Ohne Crit 860.000. Heißt, wir sind ohne Crit auf den Wert mit Crit gekommen. Im vorigen Szenario. Jetzt wollen wir dieselbe Runde, dasselbe Szenario mit einem Crit. Da bin ich gespannt, ob wir die 1 Million knacken. Let's go. Selbe Aufstellung. Alles gleich. Nun hoffen wir jedoch auf einen Crit. Ja, wir müssen wirklich auf Crits hoffen. Wie gesagt, Level 14 Crit, Level 8, beziehungsweise 28% Chance auf einen Crit. Und guck mal, was abgeht, Und diese Aufstellung ist gar nicht mal so unüblich, wenn man ihn quasi richtig spielt in einem Team. Außer halt Bulma. Klar, Bulma, aber könnt ihr auswechseln, zum Beispiel in ein Super Strength Team. Wenn ihr da Kaba habt, dann bekommt er weitere, noch mehr, 40%. 1 Million. 1 Million, die 1 Million Marke haben wir geknackt, Leute. Sehr, sehr gut. Somit haben wir gesehen, dieser Dude ist jetzt schon, fähig, 1 Million Schaden zu machen in der richtigen Aufstellung. Zudem geht da auf jeden Fall noch mehr, wie gesagt. Das ist in einem Super Strength Team, so wie man spielt. Wäre beispielsweise statt Bulma Kaba in der Rotation, hätte er 40% statt 10% auf seinen Angriff bekommen und auf seine Verteidigung. Das wäre wirklich weitaus besser. Und wir dürfen auch nicht vergessen, seine Ulti, Leute. Warum spreche ich das Ganze an? Seine Ulti erhöht seinen Angriff und Verteidigung. Und das muss quasi eigentlich ein Boost von 50% sein, während der Ult hat. Denn bei Vegeta Blue zum Beispiel so, da steht auch ganz klar dran in Dokkan Battle Wiki. Raise Attack für 3 Runden, das ist dann stackbar, hier leider nicht. Aber Raise Attack heißt da 50%. Dies wiederum heißt, Leute, er ist jetzt quasi in der Lage, wenn er ultet, 90% Schaden zu machen. Und mit diesen 90% sind jetzt schon viel. Er bekommt noch einen Transcend Ultra Rare. Und in Zukunft sein Ally wissen nicht, was da abgeht. Ich hoffe, euch ist nun bewusst, für was dieser Dude fähig ist, zu was er in der Lage ist. Jetzt würde ich auch ganz gerne zum Fun nicht in ein Event reingehen, sondern wir wollen ihn nur testen, wie viel Schaden er machen kann wirklich und wie es in Zukunft sich ausschlagen könnte. Deswegen werde ich mal versuchen, so viel wie möglich seinen Angriff zu boosten mit Items und Support und so weiter und so fort. Da freue ich mich drauf und gucken wir mal, auf wie viel Schaden wir kommen. Aber wir machen das mal jetzt so gesehen zum Fun. Wir boosten mal so weit es geht. Bis gleich. So, jetzt wird es witzig. Was wir hier haben, ist 30% Boost von der Pass von Bardock, 25% von Gohan, er gibt auch Strength-Types und Same Warrior Race haben wir noch aktiviert, alles klar, aber unsere Items, boom, wie macht man das? Attack und Death plus 20% für 3 Runden. Okay, hoch damit. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das stacken können. Können wir nicht, okay. Dann aktivieren wir diese Bulma, weitere 25%. Boom. Können wir das stacken? Nope. Dann aktivieren wir sie, Bulma Future, weitere 25% und heilen uns, ja, okay. Wir wollen den Angriff Boost, nochmal. Boom, das geht nochmal, sehr gut. Und, lass mal kurz Bardock einen angreifen. Machen wir mal das so, zack. Dann aktivieren wir noch diesen Keks, denn der ändert random Key in Physisch Key und wir bekommen für jeden Physisch Key, den wir einsammeln, 5%. Okay, jetzt greifen wir Vegetto an. Jetzt wird's witzig, wie viel wir, okay, wir haben schon einige. Jetzt bin ich wirklich gespannt, Leute, was wir hier triggern können. let's go. Angriff schon sehr gut. Also das ist wirklich nur Fun. Ja, so ein Szenario wird mehr oder weniger nicht auftauchen im Game. Es sei denn, ihr habt, also, ihr geht mit dieser Strategie rein. Aber 2 Millionen. 2 Millionen. Das ist jetzt wirklich nur zum Spaß, Leute. Das ist wirklich nur zum Spaß. Lass das Ganze noch kurz zusammenfassen, was wir gemacht haben. Gut, Leute, wir haben ihn in verschiedenen Szenarien getestet. Wie ist sein Schaden, um auf die Zukunft zu sehen? Und zwar, in dem Szenario, wo wir seine ganzen Link-Skills getriggert haben, seine Angriff-Link-Skills, hat er quasi fast an die Million gemacht mit Crit. Das ist sehr, sehr gut, ja, das ist sehr, sehr gut. Aber es geht noch besser. Als wir in einem Super-Strength-Team gespielt haben, quasi wie man ein Super-Strength-Team spielt, mit dessen Charakteren, hatten wir Support-Boost von Bardock. Okay, wir hatten noch Bulma drin, aber da würde sogar noch mehr gehen, ja. Statt Bulma könnte eine Kaba drin haben. Er gibt auch noch einen durch seine passiven Boost oder den dreifachen Goku GT. Und jedenfalls haben wir so schon über 1 Million geschafft. Über 1 Million auf diesen Dude, Leute. Über 1 Million. Und wir haben gesehen, Potenzial ist noch weit oben. Also,
Ja, 2 Millionen war nur zum Fun, aber da geht noch wirklich mehr. Warum? Es ist eine SSR-Form, Leute. Die Form, wie er so ist, wie wir ihn bekommen haben. Er bekommt noch einen Transcend Ultra Rare, dann bekommt er noch eine LR-Form. Da werden seine Stats höher, seine Angriff höher und so weiter und so fort. Ganz interessant ist hier seine Ulti. Unterschätzt das nicht. Raise, Attack und Death sind eigentlich in der Regel 50%, ein Boost von 50%, wenn er ultet. Und das wird in der Form schon mit seiner Passive 90% auf Angriff und Verteidigung. Wir haben gesehen, was für einen Schaden gemacht. Über 1 Million, Leute. 1 Million sind sehr, sehr gut und sehr, sehr viel. Und er hat noch Potenzial. Er hat noch eine Awakening und ein weiteres zum LR. Leute, deswegen wollte ich das mal so auflegen. Was kann der Dude jetzt schon? Was kann er in Zukunft? Aber Leute, mein Ratschlag, nimm das immer noch zu Herzen. Macht das nicht, was ich gemacht habe. Bringt ihn noch nicht auf SA10. Ihr wisst warum. Also Leute, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.